greifen sie auf diese Ressourcen zu, die sie haben durch die NATO, und zwingen andere Länder mitzuziehen. Ja, Im dann. Grunde ist Amerika eigentlich ein Land voller organisierten Verbrechen gegenüber anderen Ländern. Und gegenüber sogar der halben Bevölkerung, sag ich mal. Ja. Ich meine, man muss einfach sagen, die Amerikaner sind teilweise hammermäßig unfair zu ihrer Bevölkerung. Ich meine, dieses Taser-Zeug. Ich finde es echt eine gute Idee, dass man sowas einführt, aber ich finde es echt scheiße, wie die das einsetzen. Und das ist Ja. egal. Und das sind alles interessante Themen. Ja, und das wird jetzt Amerika und dann ist alles sauer auf mich. Die NSA hört mit. Ich meine, ganz ehrlich, es ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis alles, komplett alles, jeder Schritt, jedes Wort, jeder Atemzug von uns aufgenommen wird. Ja, du wirst ja sowieso, wenn du Ja. ein Handy dabei hast, wirst du sowieso dauernd Ja, überwacht. hast immer GPS an. Weißt warum wir noch nicht bei jedem einzelnen Atemzug überwacht werden? Nö. Weil es technisch unmöglich ist. Ja. Es gibt keinen anderen Grund. Wir schaffen das einfach technisch noch nicht. Sonst würden die das alles schamlos ausnutzen, sondern einfach sagen, ja, es ist gegen die Terroristenbegrenzung. So, okay. Und woher will ich jetzt wissen, dass die die Daten nicht verkaufen, um selber die Staatskasse ein bisschen aufzufrischen? Ne? Ich meine, überleg mal. Dann sagt er, ja, das ist ein Land, das ist seriös, ne? Ich weiß nicht, warum ein Land seriöser sein sollte als irgendwelche Internetwebseiten, die deine Daten wollen. Ja. Im Grunde ist es ja nichts. Ist es ja nicht seriöser, ne? Ich meine, okay, es ist ein Land, aber im Grunde weiß man da auch noch viel weniger drüber, als über die ganze Internetzeit, wo man sagt, jetzt ist es unseriös. Ja. Neuling Dr. Hurensohn Schwein. Okay. Oh. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt überleg mal, was weiß man denn wirklich über die internen Projekte von Amerika? Ich will gar nicht wissen, was die noch vom Zweiten Weltkrieg für Projekte weiterlaufen haben, die Hitler angefangen hat. Ja. Ich bin wundervoll, da gibt es noch etliche geheime Projekte. Die ganzen Errungenschaften, auf die Amerika so stolz sind, bauen ja auch meistens darauf auf, oder viel davon baut ja darauf auf, was Hitler im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Ne? Also nochmal sagen, Ja. das ist eigentlich nur gestohlene Daten. Die haben die als ausgenutzt, damit die Wissenschaftler aus Deutschland raus wollten und sich dann die Daten zu eigen macht. Der B-2-Bomber gäbe es nie ohne den Nurflügler. Und ohne die Kenntnis der Wissenschaftler damals aus Deutschland. Ich meine, man muss nämlich einfach sagen, deutsche Wissenschaftler sind scheiße gut. Ne? Es Ja, ist einfach so. Deutschland hat ja viele Erfindungen Oder gemacht. man muss auch. Ja, und wenn nicht, dann. Das waren das Wissenschaftler, die aus Deutschland kommen. Oder man muss auch sagen. Der Strom wurde von dem James Watt erfunden, oder? Der Strom wurde nicht erfunden. Oder Der halt Strom wurde entdeckt. entdeckt. Ja, erfunden, also Der Strom wurde entdeckt. entdeckt. Und dann. Jetzt im 16. Jahrhundert entdeckt und dann Mitte des 18. Ja nee, Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, industriell eingesetzt. Ich weiß aber nicht von wem. Aber ich glaube, entdeckt hat den James Watt oder so. Oder war das nicht die Dampfmaschine? Also diese Maschine, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Naja, Nee, das auf war doch jeden Fall dieser. Ich die weiß nicht, ich weiß. Glühbirne. Genau. Die MP3 wurde in Erlangen erfunden. Ja, Das ist vielleicht. dieses ganze. Krasses Zeug, Conner, jetzt überlegen wir mal, große Wissenschaftler kommen auch aus der Region hier. Ne? Ja, die Oder sagen wir MP3 mal wurde aus Europa. in der Uni in Erlangen erfunden. Genau. Das ist nicht weit weg. Oder ich meine, welche großen Wissenschaftler? Gibt es hier bestimmt auch irgendwelche, die hier in Deutschland oder Umgebung gelebt haben, ne? Hitler. Das ist ein Thema, da muss ich sagen. Hitler war. Hitler hat ja auch, der hat auch was in der Birne gehabt, sonst wäre er Ich muss nicht so sagen, weit er war aufgestiegen. ein brillanter Mann. Er war ein brillanter Mann. Er hat nur seine Fähigkeiten eindeutig für das Falsche eingesetzt Ja, und wenn er das für so und hatte wichtig später eh. leider einen viel zu großen Größenwahnsinn. Wenn er das für so wichtig eingesetzt hätte, dann. Das wäre bestimmt gut gewesen. Ja, also ich denke, dann werden wir heute in einer viel höher technologisierten Welt und Ja. auch allgemein höher entwickelten. Hitlers Problem war damit, er irgendwie einen Hass auf Ausländer hatte, sag ich mal. Und sein Größenwahn.
Ich glaube, das war sein größtes Problem, sein Größenwahn. Er hätte den Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall gewonnen, hätte er keinen Größengang gehabt. Ich meine, es stand ja echt auf der Kippe, ne? Hätten die ja noch ein paar Monate länger gebraucht, Hitler hätte den nur Flüger fertig gehabt in Serienproduktion und der war einfach mal doppelt so schnell wie alle anderen Flugzeuge und keiner hätte die Chance gehabt. England hat im Zweiten Weltkrieg meistens um die 15 Minuten Zeit gehabt, um sich auf deutsche Bomberangriffe vorzubereiten. Mit dem Ja. Bomber hätten sie 2,5 gehabt. Ja. Na, ich meine, das ist ein Riesenunterschied. Das muss man schon sagen. Und das, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt denken, was, der fand Hitler toll. Man muss sagen, er war einfach Was er brillant. getan hat, ist toll, Ich aber meine, jetzt überleg mal, er hat das das Falsche fing getan. erst an 1940, 41, 42, 43, 45, das waren die schlimmen Jahre. Davor, wie der an die Macht gekommen ist, das war brillant. Und ich meine, Ja. jetzt mal ganz ehrlich, wie hat man Hitler besiegt? Man musste die komplette Welt mobilisieren, um Hitler zu besiegen. Ne? Ja. Ich meine, das hat noch nie jemand in der Geschichte geschafft. Ja, der war schon irgendwie sehr. Er war brillant. Er hatte nur einen Größenwahn. Ohne den Größenwahn, er hätte den Ja. Zweiten Weltkrieg gewonnen. Es gab so viele gute Ideen, die er missbraucht hat, sage ich mal, für seinen Größenwahn. Er wollte größere Sachen, er wollte einen super Kampfjet. Das ist so richtig großes Potenzial. Der erste wirkliche Jet alt im Zweiten Weltkrieg. Er hat als Bomber umfunktionieren lassen, alle. Weil er schnelle Bomber wollte. War total unnötig, weil mit Kampfjets hätte er viel mehr schaffen können. Ne? Und hätte Ja. eben so blöde. Oh, ich bin Level up. Und hätte er nicht so blöde Entscheidungen getroffen, dann, ne, ich glaube, dann wäre es echt heute noch ein Mann, den jeder schätzen würde. Ja, natürlich. Ne? Dann wäre es nicht, oh, dieser scheiß Hitler. Dann wäre es, hey, Hitler hat uns so viel weitergebracht. Ne? Man muss Ja. einfach sagen, das kam durch den Hass und den Größenwahn. Ich muss sagen, ich will auch unbedingt gern mal sein Buch lesen, weil ich möchte wissen, wie der gedacht hat. Das muss so Das unglaublich würde ich interessant auch sein. gern lesen, aber das wird dann wieder den Deutschen wieder verboten. Ja. Leider. Ja, da kommt man schon irgendwie ran. Ich meine, nicht weil ich jetzt irgendwie denke, weil ich mich Ich interessiere. werde mir dir, das wird ja jetzt bald wieder frei, ne? Das Ja. Buch. Ich denke, das wird dann wieder Ja, dann verboten. gucke ich aber, dass ich mir so schnell wie möglich hole, ohne Kommentare auf jeden Fall. Mit Kommentare kannst du es ja kaufen, ne? Aber ich möchte die Originalausgabe, weil ich bin nicht interessiert daran, was der für Wie Ziele mit hatte. Kommentaren? Du kannst dir eine kommentierte Version kaufen. Stimmt. Ich bin nicht interessiert, was er gemacht hat, sondern wie er gedacht hat. Das finde ich unglaublich interessant, wie der gedacht haben muss. Ich meine, der muss ja irgendeinen Anhaltspunkt gehabt haben, dass er sowas gemacht hat. Und ich möchte unglaublich gern wissen, ob man das Buch rausfinden kann, was das war. Also das ist echt mal was, das ich auf jeden Fall mal lesen werde. Das muss echt spannend sein. Obwohl, was heißt spannend? Ich glaube, spannend wird es erst, wenn man sich viele Gedanken darüber macht. Ich meine, das wird wahrscheinlich ein scheiße langweiliges Buch sein, aber man wird viel damit sich viele Gedanken darüber machen können. Also jetzt hast du ein echt Thema angestoßen, da haben wir jetzt echt eine Stunde pausenlos drüber geredet. Über allgemein Eine Korruption in der Stunde? Po Ja, Stunde. Es ist 11:10 Uhr. Über Stimmt. allgemein Korruption in der Politik und dann eben über Hitler. Das ist echt ein Ja. Thema, da haben die meisten Leute einen falschen Eindruck, weil es ihnen von klein auf so eingeredet worden ist. Ich muss halt sagen, ich bin halt jemand, der nicht einfach sagt, okay, du sagst das, dann glaube ich das auch. Ne? Ja. Ich bin halt jemand, der fragt alles. Ne? Und da tue ich dann eben auch rausfinden, damit 90%, die Leute immer übersagen, dass alles so schlecht war, falsch ist. Oder wer gut ist. Ne? Das sagen die auch Ja. nur, weil sie nie sich Gedanken darüber gemacht haben. Ne? Ich bin mir sicher, wenn sich ein paar Leute Gedanken darüber machen würden, dann wären viele der Meinung, dass das total falsch ist, was die meisten glauben. Ach, Scheiße. Oder das, was wir von der Politik vorgesetzt bekommen. Niklas? Ja. Denk du dir mal kurz ein neues Gesprächsthema aus. Ich bin in 5 Sekunden wieder da. Bist du noch in der Aufnahme? Ja, ich bin Das so will lange ich in der jetzt nicht. Aufnahme, also unterhalt die Leute. Hallo.
Also, ja. Ich soll euch jetzt unterhalten und das finde ich nicht so toll, denn ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das heißt, ich werde darüber reden, dass ich nicht...